Familie. Sie hat uns nicht eingeladen, da eine Nacht zu verbringen. Schlafen werden auf dem Land hier und es ist wirklich ziemlich cool. Das, was ihr hinter mir sehen könnt, das ist der Kuhstall. Dann haben die hier, das ist die Toilette. Ich kann euch das mal zeigen. Das hier ist die Toilette. Ich war selber noch nicht drin. Ha. Ja, also nichts Neues. Ich hatte das schon öfters mit so, also mich stört es jetzt nicht. Ja, und das ist deren Haus, da und da vorne. Irgendwie haben die hinten so einen Mango-Baum. Irgendwie wollen die da jetzt, glaube ich, raufklettern, um die Mango da runterzuholen. Und da sind die Mangos. Na, das war's jetzt. Monkey! Oh, Mango! Die werden wir gleich lecker I was thinking it's like a crispy, but it's not. It's like oh a. God.
Oh, you have to chew it all out. Yeah. I've got it like in Vietnam. Or no, in Vietnam. You wanna try it? Oh my god. The part of the chicken. Guck mal Leute, der Mond da hinten, der ist einfach mal gerade rot. Seht ihr das? Der, ich zoome mal ein bisschen ran. Ich hoffe, die Kamera nimmt das so auf. Da. Krass, was? Toes on the edge, ready to go. You see it clear in the shadows of light, ready to go. Heute Nacht drauf geschlafen und ich fliege einfach auf den Boden. Das ist alles, was mich vom Boden trennt, so eine ganz dünne Matratze. Die anderen beiden sind schon wach. Und mal gucken, was es hier zum Frühstück gibt. Aber es ist echt schön, mit der Sonne aufzuwachen hier. Sieht schon cool aus. But when we fall, we get up and go, baby. The way they think is paradoxical. Captured you in a foggy cloud, baby. Standing on my toes on the edge, I'm ready to go. See it clear in the shadows, I'm ready to go. Hello. Good morning. Good morning.